Hallo, ihr Hübschen. Nicht ich wollte euch etwas erzählen. Ja. Denn ich bin heute aufgewacht mit den ganzen Gedanken meiner Schulzeit. Und ich möchte mich hier mit diesem Video an meinen sozusagen Ex-Mitschülerinnen und Schüler bedanken für diese, ich sage mal, ausgewegte, zwickmühlende Zeit, oder ich weiß nicht, wie ich das Ganze so richtig formulieren könnte oder wie auch immer. Auf jeden Fall möchte ich mich einfach bedanken an die Menschen, ja, die halt in der Zeit da waren, erstens und zweitens, egal was ihr mit mir gemacht habt, ob im Busch geschmissen oder mir in den Bauch geboxt oder mir Nasenbluten geschlagen oder mir die Brille weggenommen habt oder mich beim Toilettengang beobachtet durch den ganzen, ja, steig mal auf den Toiletten, ja, auf diese Spülkasten und schau mal, wie Anja gerade mal ihr Geschäft verrichtet. Dann auch noch, was gab es denn noch sonst? Ach ja, Kaugummis, meine schönen langen Haare, die waren damals so was weiß ich, also bis da unten irgendwie, also länger als jetzt. Und danke auch an meine Lehrerin, die dann zwischendurch mal wieder Friseurin gespielt hat und mir dann das ganze Zeug rausgeschnitten hat, weil es einfach nicht rausging. Was noch? Was gab es denn noch für interessante Sachen, die außer mit Worten und Händen, dass die Leute sich halt um mich geschlagen haben, wie auch immer. Ach ja, jemand hat auch noch eine Zigarette auf meinen Kopf ausgedrückt. Das war auch immer, ja, beim Vorbeigehen. War auch ein Mitschüler. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Und ich kann mich auch daran erinnern, was ich zu Anfang dieser Zeit, wo das angefangen hat, dass sich viele, sag mal, Mitschüler oder überhaupt Kinder, ja, man kann sagen, es war Mobbing, ne? Ja, das gemacht haben. Da kam mir dann der Gedanke, nicht nur der Gedanke, es wurde, ich habe mich mit anderen Menschen ausgetauscht und mir wurde gesagt, so ein Satz, so Gottesmühlen mal langsam, aber sehr, sehr sicher. Oder du wirst schon sehen, was du davon hast, irgendwann geht es dir genauso schlecht wie mir. Und diese Sätze sind irgendwann in mir so verklungen, weggesprungen, dass ich in meinem Kopf nur noch diese positiven Sätze oder überhaupt Gedanken hatte. Denn ja, diese Gedanken, die ich da hatte und die ich heute noch habe, Leute, sind einfach: ich wünsche mir Ruhe und Frieden und ich schicke dir Licht und Liebe, dass du deinen Weg findest, wo immer auch der dir hinführt. Ja, und das mache ich heute noch. Ich habe da auch noch eine Facebook-Seite mal aufgemacht, wo es in den letzten Jahren noch mal ein bisschen so kam. Also es war weniger Mobbing, sondern eher Stalking, dass jemand mich sozusagen verfolgt hat bis zum geht nicht mehr und wo ich mich sehr nicht belästigt fühlte eigentlich, weil ich immer dabei diesen Gedanken hatte, immer noch, trotz dass es mir wirklich schlecht ging und ich die Gardinen zugemacht habe, also ich habe mir Gardinen gekauft, Vorhänge, also ich habe die ganzen Fenster dicht gemacht, ich habe kein Sonnenlicht mehr reingelassen, weil es einfach, ja, so, weil die negative Schwingung und der Stimmung derjenigen Person, die mich so verfolgt hat, doch sehr rübergeschwappt war. Und trotz alledem habe ich dieser Person immer nur das Gleiche gewünscht: Ruhe und Frieden. Ich wünsche mir Ruhe und Frieden. Es kommen auch ein paar Leute mehr dazu irgendwie. Aber diese Person war halt die, sag ich mal, heftigste. Und da habe ich immer nur Ruhe und Frieden. Und dann habe ich halt diese Seite geöffnet, also diese Facebook-Seite für mich, um damit auch ja, für mich Ruhe und Frieden reinzubekommen in mir. Und was noch? Ja, ich habe dann auch ganz tolle Sachen gemacht. Ich habe
ein Bettlaken genommen und auch da drauf mit Pink und blauen Farbe drauf gesprüht, dass ich mir Ruhe und Frieden wünsche. Und ja, hat wohl funktioniert, denn diese Person, ja, es ruft keiner mehr an. Also diese Person ruft weniger an. Also überhaupt, ich sag mal, es ist Ruhe und Frieden eingekehrt, Leute. Auch mit dieser Person, ich hoffe es weiterhin. Ich fuchtel gerade mit so einer Röhre rum, weil die mir gerade so gefällt. Nein. Ja, es hat mir irgendwie Freude erbracht oder gemacht, wo dann wirklich Ruhe und Frieden eingekehrt ist und ich seitdem schön durch die Gegend laufen kann, ohne dass jemand hinter mir steht, besser gesagt, mich so beobachtet oder überhaupt. Und ja, das ganze Dankeschön geht auch an diese Mitschüler und also Mitschülerinnen und Mitschüler, die sich dann noch in der Schulzeit und irgendwann später getraut haben, sich bei mir zu melden, egal wie, und sich noch für diese, ich sag mal, es könnten Kinderqualen gewesen sein, denn ich hatte ja meine ganzen, ja, nicht Probleme damit, aber meine, ja, Gedanken, die ich damit hatte. Und deswegen wollte ich mich bei diese Personen alle bedanken, die sich, ja, bei mir halt auch noch entschuldigt haben und dass sie sich das getraut haben und auch mir dann in dieser, ob persönlich oder per E-Mail, wie auch immer das gewesen ist, Facebook eher, haben sie sich gemeldet. So einige Mitschülerinnen und so, die sich entschuldigt haben für diese, ja, diese, sag ich mal, Kämpfereien, so, dass sie das so halbwegs an mir ausgelassen haben, was auch immer. Und nur um zu irgendwas zuzugehören, das hatten sie dann auch irgendwie bedacht später. Ja, Dankeschön dafür. Ich bin sehr stolz auf euch, Leute, denn wer schafft es nach jahrelangen Ärgereien oder Quälereien oder Schubsereien oder was auch immer, sich trotz alledem zu trauen, sich bei dieser Person zu entschuldigen. Auch wenn die Zeit nicht so ganz prickelnd war, ne? Aber ich hab's ja, ich sag mal, ich hab's überlebt, Leute. Und ich werde daraus immer noch meine kleinen Sachen ziehen und kann auch noch sagen dazu, die Rettung dieser ganzen Sachen, die da so passiert sind in der Grundschul- und Schulzeit, sind durch vielen Menschen, die ich persönlich bis heute, die eine vielleicht mehr oder weniger kennengelernt habe, ja, ich habe halt an den Frieden immer noch, oder ich glaube immer noch an den Frieden, weil erstens hat ja eine, für mich, diese Sängerin, die heißt ja Nicole, viele, die mich halt kennen und auch zu Kindheitszeiten, Nicole war die, ja, ein bisschen Frieden. Und an dieses Lied habe ich als Kind immer noch, ja, nicht immer noch, sondern glaube ich heute noch. Und als Kind habe ich da überhaupt schon dran geglaubt, so ein bisschen Frieden. Ich wünsche mir ein bisschen Frieden. Das habe ich mir immer schon gewünscht. Ein bisschen Frieden auch in der Schulzeit, damit man sich kreativ gestalten kann. Nicht gestalten, sondern ausbreiten, weiten kann. Egal ob mit Wort oder Rechnung oder mit was auch immer, was man so in der Schule so lernen darf, soll, muss, wie auch immer, was im Lehrplan so steht oder was auch nicht drin steht, was mich auch immer geärgert hat, ja, manchmal, wenn man da so sitzt und nicht nur sitzt, sondern wenn man in einer Schule sitzt und 2 Jahre fast verschläft, weil es langweilig wird oder weil einfach man, ja, die Sachen, die da durchgenommen werden, man eigentlich weiß und
die Lehrerin einen sagt, ja, ich weiß, dass du das weißt, ich nehme dich jetzt nicht dran und vor Langeweile geht man in die Schule und legt sich auf sein, wie heißt es nochmal, auf sein Lehrtisch oder wie auch immer, Schultisch und schläft einfach ein paar Stunden. Ja, so habe ich das gemacht. Gerne erzähle ich euch auch noch mehr von meiner Schulzeit oder welche Schulrichtung ich gegangen bin. Oder auch, ja, wie auch immer. Wen es dann interessiert, das kann ich gerne dann mal breittreten, weil ich stehe zu meiner Schulzeit und auch zu den Werdegängen meiner Schulklassengänge wirklich. Und ja, ich habe mich kreativ weiterentwickelt, besser gesagt, ich habe jede meiner Wunschberufe, die ich da hatte, mit Bravour via Abschluss bestanden. So kann man das auch sagen. Und ich glaube heute noch, ich könnte noch mehr machen, wenn ich wollte oder überhaupt. Aber ich habe immer da so das Gefühl, wenn ich dann wieder in die Schule gehe, kommt mir die Langeweile irgendwann. Also ich weiß nicht. Ich brauche halt kreative, ich brauche halt irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche irgendwas für den Kopf. Ich brauche was für die Kopfarbeit. Das habe ich auch schon bei meinen letzten Arbeitgebern so irgendwie dann erspürt, dass nicht nur immer diese praktischen Sachen mich erfüllen oder was erfüllen, sondern auch, ja, diese theoretischen Sachen, also diese ganzen anderen Sachen, die ich noch nicht in mir reinklopfen möchte, sondern einfach erfahren möchte, sozusagen. So viel dazu. Jetzt habe ich wieder viel zu viel gequatscht eigentlich. Denn eigentlich war ja mein Ziel oder mein Wunsch, mich einfach nur bei meinen Mitschülerinnen und Schülern zu bedanken, die sich erstens nach Jahren getraut haben, sich zu entschuldigen und zweitens, die mir den Weg so mit diesen ganzen Sachen, die sie mit mir gemacht haben, gezeigt haben, wie es anders geht oder wie auch immer. Und ja, bis dann erstmal und lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann, ciao.